Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es dieses super leckere Blumenbrot und wenn ihr sehen wollt, wie das gemacht wird, dann bleibt dran. Für das Blumenbrot benutze ich 400 Gramm Mehl, davon sind 100 Gramm Vollkornmehl und 300 Gramm ganz normales Weizenmehl. Ich benutze 250 Milliliter lauwarmes Wasser. Ein Teelöffel Salz, ein Teelöffel Zucker, zwei Esslöffel Olivenöl, ein Päckchen Hefe und ein bisschen Sesam. Und jetzt können wir auch schon loslegen. Als erstes nehme ich das lauwarme Wasser, den Zucker und die Hefe. Ich rühre das so ein bisschen um und warte 5 Minuten, bis die Hefe aktiv ist. Wenn die Hefe aktiv ist, können wir das Mehl hinzufügen. Ich habe das Mehl so ein bisschen schon umgerührt und tue da jetzt auch noch das Salz zu. Und das Olivenöl. Und nun knete ich das, bis es ein geschmeidiger Teig entstanden ist. So, ich habe den Teig jetzt genau 5 Minuten kneten lassen. Das hat vollkommen ausgereicht. Ist ein schöner, geschmeidiger Teig geworden. Ich nehme das mal ab. Und wie ihr sehen könnt, ist an den Seiten von der Schüssel auch nichts mehr kleben geblieben. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Den Teig lasse ich jetzt 15 Minuten gehen. Ich habe meinen Backofen auf 50 Grad erhitzt und wieder ausgeschaltet. Und da werde ich jetzt den Teig reintun. Ich tue das einfach so in eine Tüte. Und da lasse ich den Teig jetzt für 15 Minuten gehen. So, der Teig war jetzt 15 Minuten in dem vorgewärmten Backofen. Ich knete den jetzt noch einmal durch. So, der Teig ist jetzt fertig und jetzt kann ich ihn in diese Blumen formen. So, ich will 7 gleichmäßige Bällchen haben, deswegen wiege ich jetzt einfach mal ganz kurz diesen Teig. Ja, knapp 700 Gramm, also 690, sagen wir mal 700. Also so ungefähr 95, 96 bis 100 Gramm schwer müssen die Bällchen sein. So, ich nehme mal so ein Teigstück und ziehe immer so an den Seiten von unten nach oben hoch. Jetzt drehe ich es um und rolle es auf der Hand. Man kann es auch auf dem Boden rollen, aber ich komme mit der Hand irgendwie besser klar. So, und dann haben wir unsere schönen runden Teigbällchen. Ich benutze eine 28er Springform, die habe ich schon mit Butter eingestrichen und da kommen jetzt die Bällchen mit ein bisschen Abstand drauf, und zwar einen in die Mitte und 6 Stück drumherum. Ich drücke so ein bisschen runter, weil die eh noch aufgehen. So, die werde ich jetzt wieder zudecken und wieder in den Backofen tun. Der Backofen war ja auf 50 Grad vorgeheizt. Den habe ich ausgeschaltet, damit er nicht weiter warm wird. Und da bleiben die Brötchen jetzt drinne, beziehungsweise das Blumenbrot, bis es sich sichtlich vergrößert hat.
So, das Blumenbrot war jetzt insgesamt 20 Minuten im Backofen, also auf, im lauwarmen Backofen. Wenn ihr das nicht im Backofen machen wollt, dann tut es irgendwo an einem warmen Ort in eurer Wohnung. Die sind jetzt schön aufgegangen. Ich werde die jetzt mit ein bisschen Wasser bepinseln und dann mit Sesamsamen bestreuen. Ganz vorsichtig, damit er nicht wieder eingeht, der schöne Teig, wo er so schön aufgegangen ist. So, ich werde jetzt den Backofen anschalten und zwar auf 180 Grad Umluft und währenddessen können die, kann das Blumenbrot noch ein bisschen gehen. Deswegen werde ich es nochmal in meine Küche tun. Das leckere Blumenbrot ist jetzt fertig. Es war genau 20 Minuten im Backofen und ist richtig schön aufgegangen und sieht richtig lecker aus. Probiert dieses Brot unbedingt mal aus. Es ist wirklich schnell gemacht und binnen einer Stunde war es eigentlich schon aus dem Backofen raus. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Video. Vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.